Der Film Blanka Nieves orientiert sich an dieser Ästhetik des Stummfilms der 20er Jahre. Die Musik ist eigentlich erst einmal eine ganz klassische Stummfilm-Orchestermusik, sehr emotional, auch von der Klangsprache orientiert an der Orchestermusik des auslaufenden 19. Jahrhunderts, aber immer wieder mit spanischen Elementen, auch spanischen klassischen Elementen. Und zugleich haben wir die Flamenco-Gruppe, die im Orchester sitzt. Das sind alles Musiker, die aus Spanien kommen. Das sind große Experten, gerade Chicuelo, der Gitarrist, ist ein Star in Spanien. Diese Flamenco-Teile sind ganz dezidierte Teile des Films zugeordnet und auch Personen zugeordnet. Wir haben zum Beispiel die singende Säge. Katharina Mikada wird dieses Instrument spielen. Das ist ein schwieriges Instrument, ein ganz ungewöhnliches Instrument. Der Komponist selber wird dabei sein, Alfonso de Villalonga, der die Ukulele spielt, das Akkordeon und einige Klaviersoli. Also das heißt, es sind sehr, sehr unterschiedliche Elemente, die diese Musik ausmachen.